Nach der Länderspielpause stand in der Handball-Bundesliga der 12. Spieltag auf dem Plan. Dabei traf das Tabellenschlusslicht der TV Emstetten in heimischer Emshalle auf den TBV Lemgo. Die Lemgoer, angeführt von Weltmeister Florian Kehrmann, hatten vor dieser Partie 3 Siege, 2 Unentschieden und 6 Niederlagen auf dem Konto. Macht in der momentanen Endabrechnung ganze 5 Tabellenplätze Unterschied zu Emstetten. Doch der Gastgeber hielt in den ersten 20 Minuten richtig gut mit. Allen voran Faruk Halilbegovic, der Bosnier, der unter der Woche als Neuzugang präsentiert wurde, zeigte sich spielfreudig und erzielte gestern Abend 8 Treffer. 1850 Zuschauer in der Emshalle sahen auch einen gut aufgelegten Nils Babin. Und gerade der Torhüter sorgte dafür, dass sein Team lange Zeit im Rennen blieb. Über 5:5 und 9:9 führte der TVE plötzlich 12:11. Und daran hatten neben Torhüter Nils Babin vor allem der angesprochene Faruk Halilbegovic und Rechtsaußen Steffen Berg-Lückebö ihren Anteil. Doch 10 Minuten vor der Pause kam der Bruch ins TVE-Gefüge. Die Spielfreude war plötzlich verschwunden und der gegnerische Kasten schien wie vernagelt. Lemgo blieb am Drücker und ging verdient mit einem 16:13 in die Pause. Wieder einmal hatte der TV Emstetten den so wichtigen Faden verloren. Durchgang 2 war aus TVE-Sicht, so hart muss man es sagen, nicht Bundesliga-reif. Der ein oder andere Treffer, wie hier durch Halilbegovic, gelang dem Gastgeber natürlich. Der Rest war leider unterirdisch. Mangelndes Zusammenspiel, fehlende Durchschlagskraft und individuelle Fehler öffneten Lemgo Tür und Tor und brachten die Ostwestfalen schließlich auf die Siegerstraße. Am Ende waren es 10 Tore Unterschied. Der TV Emstetten verliert mit 23:33 und muss nun ganz schnell in die Spur finden, um das Fünkchen Klassenerhalt zu wahren. Zu Hause minus 10 Tore zu verlieren, das ist schon bitte. Ja gut, wenn wir 2 Halbzeiten teilen, das ist schon erste Halbzeit bei uns sehr gut, sagen wir so, im Rahmen bleiben. Ja, 25 Minuten, wir waren sogar 12:11 vorne, dann letzte 5 Minuten, ja, minus 3 Tore. Aber in zweiter Halbzeit wir, glaube ich, auch zu früh aufgegeben. Warum wie immer, ich muss mit Jungs dann sprechen. Oder liegt das, wir haben 2 wichtige Leute verletzt oder war zum Wechsel nicht so diese Qualität, was wir brauchen, in die Bundesliga gegen Lemgo zu mitzuhalten. Aber ja gut, wir müssen sprechen und analysieren dann. Ja. Ich denke, man hat wieder gesehen, also es war wieder, dass wir nach der Halbzeit schlecht aus der Kabine kommen. Und da direkt auch über Sachen, die wir auch in der Halbzeit besprochen haben, die wir da nicht gut lösen und wo wir einfach zu viele Fehler machen in der Abwehr und auch im Angriff und dann direkt auf 6 Tore, glaube ich, ja, zurückliegen. Und danach wird es natürlich dann schwierig und ja, wir dann auch wieder im Angriff zu viele einfache Fehler machen und dann viele Gegenschüsse kriegen und dann wieder eine sehr hohe Niederlage einstecken müssen. Besonders war erste Halbzeit war gut. Ja, oder das lag, das im Lemgo kennt nicht. Ja, aber das schon bei ihm, und da kann man schon sehen, war guter Druck aus dem Rückraum, war gute Schüsse, auch ein paar Anspiele. Er geht in die Lücken rein. Ja gut, das war heute ein guter Einschnitt, aber was anderes, da muss man sehen. Dann, ja.